Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und heute baue ich für unseren Jeep zwei abschließbare Kanisterhalter. Den Halter für diesen Tank, den habe ich ja vor ungefähr anderthalb Jahren gebaut und das war ja von Anfang an ein Provisorium. Eigentlich wollten wir einen festen Tank unterm Auto, weil da ist auf der einen Seite im Rahmen relativ viel Platz, wo ein großer Tank hinpassen würde. So ganz vom Tisch ist das Thema mit dem Tank unterm Auto zwar noch nicht, aber heute geht es erstmal um einen Ersatz von diesem Halter bzw. um zwei Ersetzer. Hier kommen nämlich heute zwei Halter für jeweils eine Jerrycan dran, sprich die ganz normalen 20 Liter Benzin-Ersatzkanister, diese Ersatzkanister oder in meinem Fall 22 Liter Wasserkanister. Die Halter befestige ich an die beiden Airline-Schienen, die ich ja hier schon dran habe. Die habe ich einfach auf die richtige Länge gesägt, habe Löcher ins Hauptrupp gebohrt, habe die Airline-Schienen dran geschraubt und verklebt und einfach vorne und hinten Abdeckkappe drauf. Die neuen Halter verschraube ich auch wieder ganz normal an der Airline-Schiene mit diesen Schraubfittingen. Verlinke ich euch unten genauso wie den ganzen anderen Krempel, den ihr braucht, um das nachzubauen. Und die neuen Halter baue ich im Prinzip genauso wie diesen Halter, nur aus Stahl, damit sie stabiler sind, weil ja auch ein deutlich höheres Gewicht drauf kommt. Und ich werde sie abschließbar bauen, damit wenn wir mal diese transportieren, die ein bisschen vor Langfingern geschützt sind. So, dann kann ich jetzt anfangen, die eigentlichen Halter zu bauen. Ihr braucht, wenn ihr das nachbauen wollt, das ist jetzt hier wohlgemerkt für zwei Halter, also ihr braucht letzten Endes, wenn ihr einen Halter bauen wollt, die Hälfte. Als erstes habe ich hier Winkelprofil, dann habe ich ein Flacheisen, noch ein paar Reststücken Flacheisen, so eine Gewindehülse und ein paar Schrauben oder Gewindestange. Dann habe ich hier zwei recht massive Edelstahlscharniere und zwei Spanner, die man mit dem Vorhängeschloss letztendlich abschließen kann. Und dann werde ich sicher noch ein bisschen Kleinkram brauchen, Schrauben, Muttern, Nieten und so weiter. Das habe ich jetzt nicht extra besorgt. Dann fange ich jetzt mit dem Grundrahmen an. Dafür habe ich halt die Winkelprofile pro Halter 2 Meter. Reicht das überhaupt? Alter, ich bin so dumm, oder? Nee, doch nicht. Also ihr braucht für einen Halter letzten Endes 2 Meter von dem L-Profil. Und aus einem Meter bekommt man halt eine vertikale und eine horizontale. Ist ganz normaler Stahl, nichts Besonderes. Aluminium hätte ich deutlich dicker machen müssen, dass es hält. Deshalb werde ich es mit Stahl machen. Und ich werde es schweißen und nicht nieten, aber ihr könnt es im Prinzip natürlich auch übereinander legen und nieten, also genauso wie ich das bei dem ersten Halter gemacht habe. Aber da ich jetzt eh Stahl nehme, kann ich es auch schweißen. Ja, und die zeige ich mir jetzt an und dann schneide ich die. So, das sind jetzt hier vier Teile für einen Halter, zwei kurze und zwei lange für die vertikalen, die dann unten und oben an der Airline-Schiene verschraubt werden. So, die kommen jetzt im Prinzip hier hin. Die kurzen rein. Und dann kann hier der Kanister so rein. Jetzt richte ich das aus und zwar an einer Ecke, an der hier. So, dann schaue ich natürlich, dass das alles im Winkel ist. Dann setze ich das hier mit einer Krippzange fest. So, das passt alles. Jetzt habe ich die ersten beiden ausgerichtet, schön im rechten Winkel zueinander, das Maß hier unten genau eingestellt und dann punkte ich das jetzt an zwei, drei Stellen an, so dass es fixiert ist. Noch nicht die Schweißnähte durchziehen, weil wenn ihr jetzt die Schweißnähte durchziehen würdet, dann würde sich das alles verziehen. Ich werde jetzt alle vier Teile Stück für Stück zusammenpunkten und wenn das dann alles zum Schluss gerade und ausgerichtet und fixiert ist, dann ziehe ich die einzelnen Schweißnähte durch. Ich schweiße das mit einem Schutzgas-Schweißgerät.
Ja, jetzt punkte ich erstmal zusammen. Dann richte ich das nächste Teil aus und punkte es auch an. Und wenn alle vier Teile fixiert sind, setze ich Stück für Stück alle Schweißnähte. Dafür, dass ich 10 Jahre nicht geschweißt habe, bin ich mit den Nähten ganz zufrieden. Beim zweiten werden sie dann vielleicht etwas schöner. So. Da werde ich den jetzt ein bisschen putzen, die ein oder andere Schweißnaht durchschleifen. An den Ecken mache ich Fasen dran. Und dann baue ich den zweiten. Die beiden Rahmen sind fertig. Ist hier entsprechende Fasen dran gemacht und alles abgerundet. Und damit ich die jetzt verschrauben kann, muss ich natürlich Löcher reinbohren. Und ich verschraube die an einer Airline-Schiene und die Airline-Schiene, die hat ein gewisses Raster. In dem Fall sind es 25 mm. Das nächste, was wichtig ist, hier dazwischen muss eine 8er-Schraube passen. Da packe ich jetzt einfach unten und oben eine dazwischen. Warum, seht ihr nachher. So, in der Richtung muss ich natürlich auch die Bohrungen genau anzeichnen, weil da muss natürlich der Abstand genau so sein, wie die beiden Airline-Schienen jetzt am Hardtop sind. Und dann bringe ich die Bohrungen für die Befestigung ein. Und dann noch alle gerade entfernen. So, die beiden Halter sind fertig. Bohrungen sind drin, das heißt, jetzt können die an der Airline-Schiene oder halt an den beiden Airline-Schienen verschraubt werden. Und wenn man den Kanister nicht abschließen will, kann man die jetzt eigentlich so lassen, lackieren und dann einfach den Kanister mit zwei Spanngurten festmachen, so wie ich das ja mit unserem alten Halter auch gemacht habe. Aber ich will sie abschließbar machen, habe ich euch gesagt. Und dazu kommen jetzt diese Verschlüsse hier dran. Und ich werde jetzt über den Kanister einen Bügel drüber legen, den ich mit diesem Verschluss spannen werde. Und dann kann man den Verschluss hier mit dem Vorhängeschloss abschließen. Und um den jetzt an dem Halter zu befestigen, habe ich mir hier so ein Blech gemacht, habe das auf die richtige Länge gesägt, zwei Löcher gebohrt, gesenkt und damit kann ich jetzt hier den Spanner befestigen. So, und den Bügel, den werde ich nicht in der Mitte drüber legen, das wäre ungefähr hier, sondern ich werde ihn so ein kleines bisschen nach unten versetzt drüber legen, weil halt der Kanister einfach hier so eine, weil der optisch hier, sage ich mal, seine Mitte hat. Und da werde ich mir jetzt das Maß anzeichnen, einmal am hinteren, einmal am vorderen Halter. Und dann werde ich das Blech, wo der Spanner drauf kommt, einfach dann hier auf der Seite anschweißen. Hier kommt die Mitte hin. Hier habe ich mir eine Kennzeichnung gemacht, wo hier das Teil an die Kante muss. Dann natürlich das Ganze noch im Winkel ausrichten.
Die Seiten, wo der Spanner hinkommt, die sind einstellbar, weil man den Spanner letzten Endes verstellen kann. Der hat hier ein Gewinde, kann man im Prinzip durch rein- und rausdrehen, kann man die Länge dann einstellen. Hier in der Mitte werde ich den Bügel, der hier drüber kommt, mit einem Scharnier festmachen. Und damit ich das Scharnier auch in der Höhe einstellen kann, habe ich diese Gewindehülse. Die kommt hier auf eine Schraube drauf und dann kann ich die, indem ich das Gewinde hoch oder runter drehe, kann ich die von der Höhe her dann hinterher einstellen. Und um das Scharnier dann hier drauf zu befestigen, habe ich jetzt hier dieses Stückchen Stahl und das werde ich hier drauf schweißen. Eigentlich wollte ich das direkt auf die Hülse schweißen, aber dummerweise habe ich mir jetzt eine Edelstahlhülse bestellt. Und damit ich diesen Baustahl verschweißen kann, habe ich hier einfach jetzt noch eine Schraube reingedreht. Die wird zum Schluss reingeklebt. Und dann schweiße ich jetzt dieses Blech hier genau mittig auf diese Schraube drauf. Es gibt für das Teil aber auch eine Lösung ohne Schweißen. Zeige ich euch am Ende des Videos. Und wenn es nicht geliefert wird, dann erzähle ich es euch zumindest am Ende des Videos. Und die Schraube hier unten, die wird letzten Endes da unten befestigt. Dazu habe ich dieses Stückchen Stahl. Da kommt dann gleich noch ein Gewinde rein und dann wird die Schraube da drin befestigt. Und jetzt verschleife ich noch die Schweißnaht. So sieht es dann geschliffen aus. Und dann kommen hier die Scharniere dran. Dazu wieder bohren und senken. Und dann noch das Blech für die lange Schraube. Ich habe mich dann doch entschieden, die Schraube zu verschweißen. Aber ihr könnt auch einfach ein Gewinde schneiden und die Schraube einkleben und dann den Halter auf dem Rahmen vernieten. Die Spanner werde ich jetzt verschrauben, damit ich die Bügel anfertigen kann. Und zum Schluss, wenn der Halter lackiert ist, werde ich die dann hier an der Stelle vernieten. So, das passt noch nicht. So passt es. Und auf der Seite auch. So, jetzt habe ich hier noch das Flachmaterial und damit baue ich jetzt einen Bügel. Der wird hier auch vernietet und den biege ich dann entsprechend der Kontur von dem Kanister, so dass der am Kanister anliegt. Und hier hinten, beziehungsweise hier, wird er dann eingehangen, damit man den runterspannen kann. Und bei diesen Haltern, da sind diese Teile dabei, die man hier normalerweise einhakt. Und man könnte diesen Haken jetzt hier auf dieses Flachmaterial natürlich drauf nieten, schweißen oder schrauben. Und ich werde aber das Material hier am Ende umbiegen, dass es genau die Kontur hat, wie der Haken. Und damit fange ich an. Das heißt, ich werde zuerst den Haken machen und dann die einzelnen Biegungen um den Kanister. Damit der Haken in den Spannbügel passt, muss ich links und rechts ein paar Millimeter abschneiden.
Und dann biege ich den Bügel Stück für Stück, sodass er die Kontur des Kanisters erhält. Noch auf die richtige Länge bringen und verputzen. Löcher bohren und senken. Das schraube ich jetzt und nach dem Lackieren werde ich das mit Nähten befestigen. Und zu guter Letzt habe ich aus den Reststücken von dem Profil, also das, was ich rausgeschnitten habe letzten Endes, habe ich mir noch zwei so Winkel gemacht. Die Kanten schön abgerundet. Und die beiden, die kommen jetzt hier jeweils ins obere linke Eck. Da schweiße ich die jetzt an. Und warum ich das mache, das zeige ich euch dann, wenn ich die draußen ans Hardtop baue. Die Bleche wieder erst anpunkten, gegebenenfalls nochmal richten und dann die Nähte durchschweißen. Alles verputzen, schleifen, Schweißperlen entfernen und entfetten. Und jetzt streiche ich alles, wie immer, mit Brando Corux, 3-in-1 in dem Fall, also seidenmatt. Gut aufrühren, damit die Pigmente, die sich abgesetzt haben, vermischt werden. Und dann fange ich an, mit dem Pinsel die ganzen Ecken zu streichen. Und wenn ich mit den Ecken fertig bin, streiche ich die Flächen mit der Rolle. Die Schraubfittinge werden in die Airline-Schiene eingesetzt, dann die Halter verschraubt. Dann baue ich jetzt die Haltebügel wieder zusammen. Hier habe ich die beiden Scharniere jetzt wieder verschraubt und hier oben niete ich die Bügel jetzt an. Dann wird der Haltebügel aufgeschraubt. Und nochmal lackiert. Und hier kommen jetzt noch Streben rein. Die werden hier unten mit der Karosserie verschraubt, hier oben mit dem Käfig und sie werden unten und oben mit den Airline-Schienen draußen verschraubt. Und die geben dem Ganzen letzten Endes die Festigkeit, beziehungsweise die verbinden die Kanister letzten Endes mit der Karosserie und mit dem Käfig. Und da kommt jetzt eine hier hin und die zweite, die kommt hinten ins Eck. Und hier oben wird der Halter mit so einer Rohrschelle befestigt.
Jetzt bandagiere ich noch die Bereiche, wo der Lack beschädigt werden könnte. Schraube die Verschlüsse an, die Muttern dabei verkleben. Dann klebe ich Schaumstoffband auf die Enden der Bleche und bandagiere diese auch. Die zusätzlichen Bleche, die ich hier verbaut habe, die dienen dazu, dass der Bügel auch gehalten wird, wenn der Kanister nicht verbaut ist. Und hier klebe ich nun noch Schaumstoffband auf, damit der Kanister den Lack nicht beschädigt und auch der Kanister nicht beschädigt wird. So, jetzt seht ihr auch, wozu diese zusätzlichen Winkel hier oben sind. Damit kann man nämlich den Deckel nicht abnehmen. Und somit kommt man hier nicht ans Wasser. Oder wenn hier ein Dieselkanister hängt, kommt halt auch niemand an den Diesel ran. Ob der Wasserhahn jetzt hier der Weisheit letzter Schluss ist, das wird sich noch zeigen. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Gegebenenfalls baue ich den Hahn von unserem alten Kanister hier dran. Zusätzlich zu den Haltebügeln habe ich jetzt hier noch jeweils einen Spanngurt verbaut. Einfach zur Sicherheit. Doppelt hält besser. Die ganzen Teile verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Ich habe in Summe für das ganze Material, für die Halter mit den Haltebügeln und den Verschlüssen, habe ich so um die 100 Euro bezahlt. Das Material für die eigentlichen Halter hier hinten, also ohne die Haltebüge und ohne die Verschlüsse, das hat für beide Halter um die 44 Euro gekostet. Natürlich könnt ihr die Teile des Halters auch vermieten, ihr müsst es nicht schweißen. Wenn ihr es vermietet oder verschraubt, solltet ihr aber das untere Profil mit den beiden stehenden Profilen zusätzlich in den Ecken mit einem Winkel verstärken. Das Teil in der Mitte, wo die Scharniere befestigt werden, was ich ja mit einem Blech und einer Schraube selber hergestellt habe, dafür verlinke ich euch unten auch eine Alternative. Auch das könnt ihr ohne Schweißen bauen. Müsst ihr halt entsprechend noch ein bisschen anpassen, aber funktioniert dann genauso. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt mir in die Kommentare, wie schlecht solche durchsichtigen Kanister für die Algenbildung sind. Und wir sehen uns unterwegs. Ciao.